Hallo zusammen. Hello to my English speaker friends. Sorry, this video today is in German. Because I want to talk about a Purim medium mix that is available here in Germany. Also meine Lieben, ihr habt ja, einige hatten ja schon geschrieben, ich soll mal wieder ein Video auf Deutsch machen. Und ja, beste Möglichkeit ist ein Purim medium, beziehungsweise wie ich das jetzt aktuell mixe. Und dafür habe ich mir heute überlegt, dass ich ein Video mache, wo ich hier das neue Aphrodite Piggy benutze und das neue Lagoon Piggy benutze und ein Twinkle benutze und diese schöne Farbe Matisse Australian Red Violet, die mag ich sehr. Und schwarz, das dicke Ding hier. Und ich wollte mal versuchen, also mein Plan im Kopf ist, dass wir dieses quietsche Ding hier, das ist das Fluorescent Opera Pink, dass wir das zu CL verarbeiten. Okay, aber nun zurück zum, ist ja alles staubig. Ich habe hier vorhin sauber gemacht, meine ganzen Weihnachtssachen weggeräumt, so mehr oder weniger, und jetzt sind mir die Müllbeutel ausgegangen. Es steht jetzt hier alles gerade noch rum. Also hier ist schon mal alles schön, aber dahinter, da darf jetzt keiner gucken. Okay, zurück zum Puring-Medium. Ich hatte ja ganz früher, als man jetzt noch nicht hier so genau wusste in Deutschland, was nehme ich da jetzt genau, und einige noch mit Klarlack rum experimentiert haben und so weiter, hatte ich dann bei Obi diese Lasur hier gefunden und habe gedacht, die ist ja von der Konsistenz her auch so schön cremig und dickflüssig wie die von Shelly beispielsweise. Und hatte die getestet, aber dadurch, dass ich halt zu Anfangs noch nicht so vertraut war mit dieser Technik und gedacht habe, so schwer kann das ja nicht sein, es hat einfach nicht funktioniert. Und ich war dann der Meinung, das liegt einfach an dieser Lasur. Und bin ja dann umgestiegen auf die Poco-Lasur, die ist ein bisschen flüssig. Keine Ahnung warum. Auf diese Poco-Lasur halt. Erstmal, weil sie vom Preis-Leistungs-Verhältnis echt super ist und man da nichts sagen kann. Was mir aber nach und nach aufgefallen ist, erstmal war sie nicht überall erhältlich, oder dann war sie kurzer Zeit weg aus dem Sortiment, kam dann wieder. Und dann, das Schlimme, sie ist nicht mehr klar aufgetrocknet. Und da habe ich dann gedacht, nee, dadurch, dass ich so viel mit Pigmenten arbeite und das halt schade ist, wenn die dann nicht mehr so schön aussehen. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo ein Bild habe. Nee. Oder? Nee. Ist das nicht mehr so schön klar aufgetrocknet, und dann sah das immer so ein bisschen milchig aus und das war dann nicht mehr so schön. Und dann bin ich wieder zurück zu der. Was aber nicht bedeutet, dass Anfänger diese hier nicht benutzen können. Also wenn man damit gerade anfängt, mit dieser Technik, ist diese wirklich meine Option, wo ich sage, für den Anfang ist die richtig gut, weil für den Anfang sollte man sich erstmal vertraut machen mit den Konsistenzen vom Kissen, von den Farben, vom Zähaktivator. Und wenn man das dann wirklich drauf hat, dann kann man dann auch wirklich anfangen mit Pigmenten und dann darauf umsteigen, weil es ist halt ein enormer Preisunterschied. Diese Dose kostet, ich weiß gar nicht, die kostet fast gar nichts. Ich glaube irgendwie 7 Euro oder so, 7,99 Euro, 8,99 Euro, keine Ahnung. Und die hier kostet schon fast 16 Euro, wobei ich aber, ich habe die jetzt nur heute gekauft zum Zeigen, weil sonst nehme ich immer gleich diese fetten Dosen. So, und jetzt denken bestimmt einige, diese Dose kenne ich ja schon, das ist jetzt nichts Neues. Ist ja auch gut, ihr dürft trotzdem dranbleiben, wenn ihr wollt. Würde ich mich freuen, ansonsten
Ja, zeige ich euch einfach, was hierbei zu beachten ist, weil es sind halt schon einige Unterschiede. Und zwar ist hier bei dieser Lasur, man hat das angemischt, stellt das dann einen kurzen Moment beiseite, holt sich was zu trinken, kommt wieder. Konsistenz war vorher noch super gewesen. Und dann rührt man da drin rum und auf einmal ist es dann total ploppig. Na, also es ist dann halt so wie so Pudding. Und dann kippt man da wieder Lasagne rein und dann ist es aber plötzlich wieder zu dünn. Und da gibt es halt einen Trick, wie man das schön handeln kann. Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube letzte Woche, da habe ich wie ein Geisteskranker, deswegen muss ich jetzt hier auch erstmal malen. Erstmal habe ich innerhalb letzter Woche, ich glaube, ich habe 4 Stunden gemalt oder so, weil ich einfach so angetan war von dieser Farbe hier. Dass ich innerhalb dieser 4 Stunden gemalt habe wie ein Geisteskranker. Ich habe diese ganzen Bilder hier gemalt. ja, und dementsprechend sieht es jetzt auch hier aus. Aber dadurch habe ich dann halt auch diese Tricks hier, wie man das mit der Farbe hinkriegt, dass die nicht so puddingmäßig wird innerhalb der Zeit, wo man dann hier am Malen ist. Ja, und zu dieser Poco-Farbe da. Gut, dass ich es nochmal gezeigt habe. Mir hat nämlich jemand geschrieben, eine ganz liebe Freundin von mir, die auch sehr viel malt, aber ich sage jetzt den Namen einfach nicht. Die hatte mir geschrieben, dass bei ihr die Farbe bricht, so wie ich die mische. Ich mische die ja jetzt mittlerweile nur noch mit Wasser. Für die richtige Konsistenz habe ich hier auch schon was vorbereitet, nämlich eine neue Farbe. Und zwar heißt die Tokyo Cherry Blossom. Das ist so ein Pink. So ein Milchshake, Erdbeermilchshake Pink. Das wollte ich mal testen, weil ich denke, dass das vielleicht mit diesen Farben hier richtig gut knallt. Auf jeden Fall ist das bei ihr gebrochen. Und der Grund dafür ist, ich muss mal eben schauen, kleinen Moment, Hose hochziehen. Der Grund dafür ist, deswegen male ich auch nicht mehr auf Leinwänden. Ich habe hier ein ganz altes Bild. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Das hier. Das ist auf einer Leinwand gemalt und das hat auch teilweise kleine Risse. Und ich male nicht mehr auf Leinwänden, weil die Trocknung der Leinwände anders ist als bei. Kann ich das zeigen? Nee, das kann ich nicht zeigen. Obwohl. Das hier, das habe ich beispielsweise auf so ein Holzding gemacht. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen ist jetzt halt einfach. Wenn man das dann jetzt so auflegt zum Trocknen, man hat dann, was weiß ich, ich habe immer, bei diesen Dingern habe ich mittlerweile einfach immer nur so ein Plastikding, stell das da drauf und lass es trocknen. Geht ja bei denen hier erstmal nicht, weil sonst beult die Leinwand durch. Deswegen bei diesen Dingern hat man ja im besten Fall dann immer 4 solche Hütchen, wo man das dann halt drauf hat und trocknen lässt. So, jetzt ist das aber der Fall, wenn man jetzt nicht mit Latexfarbe arbeitet, dass diese Trocknung dann unterschiedlich ist. Ne? Also es kommt dann Luft von oben und Luft von unten. Also durch dieses Leintuch, was ja dann auch beim Malen feucht wird, kommt dann Luft von unten und trocknet die unterste Farbschicht an. Und darüber trocknet dann die Farbschicht von dem Puring-Medium aber nicht so schnell nach, als die Farbe trocknet. Und dadurch entstehen dann die Risse. Weil dieser Trocknungsprozess halt einfach ein anderer ist. Die Luft kommt halt von unten auch an die Leinwand, also an den Malgrund. Und das funktioniert halt beim Holz nicht, weil das Holz ist halt ein dickes Arbeitsmaterial und da kommt die Luft nicht drunter zum Trocknen. Das heißt, es trocknet alles ebenmäßig, immer schön von oben auf, sodass dann auch keine Risse entstehen. Also das ist halt so meine Erklärung dazu, wenn man jetzt vielleicht irgendwie Risse in seinen Bildern hat. Entweder ist dann halt zu viel Wasser in der Wandfarbe drin gewesen. Oder man hat vielleicht zu viel Farbe auf der Leinwand gelassen. Ja, oder man hat halt keine Latexfarbe benutzt.
So, das sind so halt so diese Erklärungen, die ich dafür habe. Was vielleicht ganz hilfreich ist für den einen oder anderen, was jetzt aber auch nicht bedeutet, dass man da irgendwie diese Holzdinger kaufen sollte. Also Leinwände sind halt auch gut für den Anfang. Es ist halt nur ärgerlich, wenn man dann ein schönes Bild hat, so wie das hier damals, aber es kriegt dann halt hier Risse, weil es einfach von der Auftrocknung anders ist als jetzt halt diese Holzdinger. Und es ist halt so ein längerer Prozess und man lernt dann halt so diese ganzen Konsistenzen und kann dann umsteigen auf dieses Medium hier beispielsweise. Und wenn man das dann auch gemeistert hat, dann kann man dann vielleicht auch gucken, dass man da diese Holzdinger vielleicht mal testet. Da gibt es, ich kaufe meine beispielsweise immer bei eBay, da gibt es so einen Shop. Ich glaube, der ist auch direkt hier um die Ecke von Hannover. Also immer, wenn ich da bestelle, ich habe das direkt am nächsten Tag schon. Das ist eigentlich richtig gut. Halt, dass man dann darauf umsteigen kann. Und das finde ich halt persönlich viel angenehmer, weil man braucht sich dann keine Gedanken machen, dass da vielleicht irgendwelche Risse kommen. Also wie gesagt, ich habe hier diese ganzen Sachen und da ist nirgendwo ein Riss oder irgendwie was. Also das liegt dann halt, wenn tatsächlich wirklich an diesem Untergrund, den man auch benutzt. Also es spielt halt auch eine Rolle, die man nicht unterschätzen sollte. So, jetzt sehe ich gerade, ich quassel hier schon wieder fast 12 Minuten und wir haben noch nicht mal die Dose aufgemacht. Ja, also ich habe, ich muss mal schauen, ob ich das hier noch habe. Ich teste ja immer echt mega viele Sachen, weil ich denke dann irgendwann, oh, jetzt kannst du das hier irgendwie im Schlaf und jetzt musst du irgendwie was Neues versuchen und jetzt wird es vielleicht doch langweilig. Also mir wird persönlich immer langweilig, wenn ich immer dieselben Sachen benutze. Deswegen, wenn ich irgendwie was finde, ich habe beispielsweise hier so ein von Epodex, habe ich im Internet gefunden, Acrylvarnisch, der wasserbasierend auch noch und glänzend. Und ich habe gedacht, juhu, testest du den einfach mal aus Jux und Dollerei. Der ist aber zu flüssig, da muss man dann Gloss-Medium reinmachen ohne Ende. Und da habe ich dann auch keinen Bock drauf gehabt. Also ich teste halt immer ganz viele. Und wenn ich Sachen mir hole zum Testen, ich habe, ich weiß nicht, wo das ist. Wahrscheinlich irgendwo in meinem Chaos hier, was keiner sehen darf. Ich habe hier so ein Kunststoff, also so eine Plexiglasplatte, genau. Plexiglasplatte und wenn ich hier so ein neues Medium habe, wie jetzt beispielsweise diese Lasur, nehme ich dann so einen Tropfen oder ein bisschen mehr, mische das mal kurz mit Eusonia an, damit das dann die Konsistenz hat, mit der ich eigentlich immer arbeite und tropfe das da auf diese Plexiglasplatte und lasse das trocknen. Und da kann man dann halt immer ganz gut dran erkennen, ob das klar auftrocknet oder nicht und spart sich dann diese ganzen Pigmente und Farben und ist dann auch. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Die Sonne ist heute mit uns. Spart sich dann halt das Geld für die Farben, wenn man dann schon im Vorfeld weiß, dass das nicht schön auftrocknet, dann lässt man es direkt sein. So, das hier jetzt beispielsweise, das ist weiß, milchig so ein bisschen. Es trocknet aber wirklich klar auf. Jetzt muss ich hier das tatsächlich mal. Dann sitze ich hier gleich mit einer Sonnenbrille. So. Tschüss, Sonne. Das war's für heute. Wir malen jetzt hier 4 Stunden. Genau, also das ist halt von der Konsistenz her auch so ploppig. Und ich würde mal sagen. Ich mache jetzt mal kurz die Kamera runter und dann würde ich, ich weiß nicht, ob ihr jetzt echt Bock habt, alle Farben mit mir hier anzumischen. Ich würde das so machen, ich mixe jetzt alle an, weil ich glaube, das würde sonst echt den Rahmen sprengen und ihr müsstet euch irgendwie jetzt, um dieses Video zu gucken, wahrscheinlich noch irgendwie eine Stulle schmieren und einen Wassertank neben dem Handy oder neben dem PC stellen, was auch immer. Aber das will ich euch nicht antun, weil ich habe hier einfach echt zu viel, als dass ich das euch jetzt hier zeigen möchte. Ich würde sagen, wir machen ein Pigment und eine Farbe und vielleicht hier diesen knalligen CA. Wir gucken einfach mal. Okay, also ich mixe das jetzt schnell alles an, mache die Kamera runter und dann mixen wir Aphrodite oder Lagoon. Wir mixen Lagoon.
dieses super schöne Color Shift Teal. Das mixen wir gleich zusammen an. Und das hier mixen wir zusammen an. Weil schwarz finde ich immer ein bisschen kritisch, das irgendwie vor der Kamera zu zeigen. Das sieht man nicht so wirklich. Okay, also schon wieder zu viel gequatscht. Entschuldigung, ich mache die Kamera runter. So, da bin ich jetzt auch schon wieder. Ich hoffe, ich muss das gleich mal check, check machen. Ich habe jetzt hier einmal die Aphrodite angerührt. Ja, da muss er stehen bleiben, damit ihr was seht. Okay. Ich mache mir da mal hier. Ist ja alles nicht so einfach, nicht? Aphrodite angemixt. Das ist im Übrigen eine sehr schöne Farbe. Ich teste die heute das erste Mal. Genauso wie das Lagoon. Und ich würde sagen, diese Farbe hier ist so eine Mischung zwischen Kupfer und Roségold. Also es ist irgendwie eine sehr interessante Farbe. Ich kann die gar nicht genau definieren. Aber ich finde sie echt schick. So, die Konsistenz ist schon mal schicki. So, und ich würde sagen, oh nein, ich habe doch erst sauber gemacht. Weil ich da echt selber drauf gespannt bin, auf dieses Lagoon hier, dass wir das zuerst anmischen und dann die Tubenfarbe und dann den CA. Hier kann man schon mal im Deckel immer, ich finde das immer ganz interessant, wenn man den Deckel aufmacht, da sieht man schon immer so ein bisschen hier in dieser Verschlusskappe, an diesem Inneren. Das ist wie eine Farbe, das hat, und ich würde sagen, das ist ein bisschen grünlich, türkis und mit so einem Color Shift Effekt in so, ich weiß nicht, also wer Piggies benutzt, das hat hier so ein Shifting-Effekt zu Blue Eyes, würde ich sagen. Ja. So, jetzt haben wir da ein bisschen Pigment reingemacht. Von diesem schönen hier. Und jetzt machen wir ein bisschen Lusonia rein, ein kleines Schlückchen. So. Also ich mache das immer so, dass ich gucke, also ich will das nicht zu flüssig haben, weil wir arbeiten ja hier in Deutschland mit anderen Produkten, also es ist halt gut, Lisa Marvin beispielsweise, die macht ja auch ganz tolle Sachen, aber wenn man sich da jetzt an ihre Konsistenzen sich einen Richtwert setzt, ist das nicht kompatibel mit unseren deutschen Produkten. Also wenn man bei Lisa beispielsweise guckt, wie sie die Pigmente anmischt, sie macht da ganz viel Lusonia rein. Ne? Liegt aber daran, dass ihr Puring-Medium sehr dick ist. Und sowas haben wir ja hier nicht. Das Einzige, was jetzt hier gerade in der näheren Umgebung sehr dick ist, bin ich. Aber sonst nichts. Ne? Deswegen lieber mit ein bisschen weniger, und man hat ja dann trotzdem hier so eine, andere Leute werden jetzt wahrscheinlich denken, oh Gott, wie dünn ist das denn, aber wie dick, na, also es läuft ja jetzt nicht richtig gut runter, es ist ja eher so Tropf, 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 aber genau das ist die Konsistenz, die wir hier brauchen, wenn wir jetzt da unser Obi-Zeug reinpacken. Ich check mal kurz, ob ihr auch alles seht. Nicht, dass ich hier erzähle und erzähle. Im Übrigen, was ich ganz schick finde, hier auf diesen schwarzen Sticks, da sieht man das richtig gut, was für eine Farbe das immer ist. Also, ich glaube, hier sieht man das ganz gut bei dem Twinkle. Twinkle ist auch eine Interferenzfarbe. Seht ihr, und das meine ich, die habe ich eben angemixt und jetzt stockt die schon. So, und dann fängt sie erst an zu laufen. Und das ist schon
Ein kleiner Fehler. Also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das ist eine Interferenzfarbe, das Twinkle Piggy. Und dann sieht man halt, dass das hier so einen Change-Effekt hat von blau zu lila. Na, aber ansonsten sieht die halt weiß aus. Also ich muss sagen, diese Stäbchen hier mag ich sehr. Gerade weil die auch hier so eine bewegliche Lippe haben, was sehr gut ist, um die Pigmente zu verrühren. Ich hatte ja sonst immer die hier benutzt, aber die sind halt wirklich sehr fest, ne? Seht ihr ja. Deswegen, die sind wirklich halt für mich mittlerweile zum Mixen von irgendwelchen größeren Geschichten, jetzt nicht hier in diesen kleinen Becherchen, aber sonst, die sind wirklich sehr gut. So, zurück. So, wir wollen ja die Farbe jetzt nicht übersättigen mit dem Medium, deswegen, ich teste das immer. Ich habe jetzt hier sozusagen meine Farbbasis angemixt. Mache dann da erstmal ja, Löffel ist das ja nicht. Zwei solche Häufchen, nennen wir es Häufchen. Und gucke dann, was passiert. Im besten Fall passiert jetzt hier gleich mal was. Sehr gut. Also es ist halt immer nicht erschreckend, wenn man jetzt hier beispielsweise Pigmente anrührt und knallt da diese Basis drauf. Also jetzt halt in diesem Fall diese Türen- und Fensterlasur von Obi. Das frisst erst so ein bisschen die Farbe. Man muss das dann halt schön rühren, damit diese ganzen Pigmente sich mit dieser Lasur verbinden. Und dann kommt auch wirklich so dieser richtige Farbton von diesen Pigmenten raus. So, das ist jetzt aber noch, das ist nicht schön. Ja, also wenn man so schaut, man rührt und hebt das ab und so. Also man hat da schon so einen kleinen Faden, aber es sieht halt immer noch so ein bisschen eklig aus. Und ich weiß gar nicht, warum das hier so hell in der Kamera abgelichtet wird. Das ist gar nicht so. Das ist eine andere Farbe. Ich muss mal schauen. Das liegt hier bestimmt. Ja, das trifft es schon eher. Und da sieht man auch so diese anderen bläulichen Pigmente. Also es ist eigentlich eher ein Türkis. Ist das der richtige Knopf? Ich komme hier mit diesem Licht überhaupt nicht klar. Es ist hier wie im Pornostudio. Oh. Also natürlich nicht. Ich male hier. Ich glaube, so sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Na, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ist diese Konsistenz jetzt so nicht schön. Aber ich möchte es auch nicht mit Josonia jetzt übersättigen. Weil das nicht gut ist. Deswegen, ich habe hier so eine Schmutzflasche. Ich habe ja hier diese großen Flaschen Josonia, weil ich ja wirklich echt extrem viel male und da sind diese Flaschen halt sehr schnell leer. Ich habe hier diese Schmutzflasche, da ist drinne gemischt. Drei Teile Josonia und ein Teil Wasser. Und das nehme ich jetzt halt für diese Lasur, um die Farbe jetzt ein bisschen fließfähiger zu machen. Man könnte jetzt hergehen und sagen, ich spare mir das und mache da ein paar Tropfen Wasser rein. Es kann aber passieren, dass dieses Wasser, obwohl nee, es kann nicht passieren, es passiert, dass wenn du zu viel Wasser reinmachst, dass dir das diese ganze Zusammensetzung dieser Mixtur von der Lasur und von den Pigmenten, dass sie das diese Farbe auseinanderreißt.
und du dann später so Flocken in deinem Bild hast, ne? Deswegen lieber das hier, das ist wirklich, auch wenn man jetzt denkt, es ist nicht, macht jetzt nicht viel aus, aber dadurch, dass da ein bisschen Wasser drin ist, was ja wirklich flüssiger ist als dieses Josonia, ich mache dann da jetzt in diesem Fall so, ja, sagen wir mal 3 Tropfen und rühre das um und das bringt wirklich extremst viel. Mag man gar nicht glauben. Aber durch dieses bisschen Wasser, seht ihr? Ein Tropfen kann noch. Und es ist jetzt gleich gar kein Vergleich mehr zu der Konsistenz von eben. Na, also auch wenn man jetzt denkt, da muss ich ja noch was zusammenmischen, es lohnt sich wirklich, so eine kleine Flasche sich anzumischen. Seht ihr diese Konsistenz, die ist jetzt richtig gut. Na, also es ist nichts mehr irgendwie, dass das hier so plockig runter tropft. So, und diese Flasche, die habe ich, also jetzt diese Schmutzflasche mit meinem Josonia-Gemisch, die habe ich hier immer stehen, wenn ich male. Na, weil wenn ich jetzt beispielsweise wie letzte Woche, wo ich hier Ewigkeiten in meinem Malerverlies eingesperrt wurde, da ist es dann ganz gut, wenn man dann hier in seinem Rausch ist und manchmal das nicht wieder anders. In seinem Rausch ist und malt und die Farbe dann anfängt fester zu werden, da kann man dann mit so ein paar Tropfen das wirklich richtig gut wieder ausgleichen und das hat dann wieder so diese Eigenschaft, als wäre es gerade frisch angerührt. Na, und jetzt mischen wir hier das Australian Red Violet von Matisse an. Das ist wirklich eine sehr schöne Farbe und ich hatte erst gedacht, diese Farben sind nicht gerade günstig, also auch jetzt nicht unbedingt für Anfänger geeignet. Es gibt eine Farbe, die hat den ähnlichen Ton, und zwar ist die von Lucas, heißt die Marke. Der Ton ist wirklich ähnlich, habe ich gedacht. Und ich habe gedacht, dieses Matisse, das ist ja beschiss, die haben ja eigentlich die Farben von Lucas Farben mehr oder weniger kopiert und habe dann gedacht, gut, dann kaufe ich mir jetzt einmal hier diese von Lucas und die Farben sind schön, die funktionieren auch bedingt, manche flocken, manche nicht. Bei denen hier funktioniert das wirklich einwandfrei und diese Farben, die sind echt so, so kräftig, dass ich dann gemerkt habe, okay, es ist kein Beschiss, es ist wirklich sehr gute, hochpigmentierte Qualität. Und da weiß man dann halt auch, warum das teurer ist, ne? Ich muss mal eben schauen, ob ich hier irgendwo ein Bild habe, wo diese Farbe drin ist. Ja, da, aber das ist halt noch nicht Resin überzogen. Aber da sieht man halt schon auf dem Bild, wie krass einfach diese Farbe ist. Sieht jetzt halt ein bisschen langweilig aus. Noch kein Resin drauf ist, aber hier. Also da sieht man schon, wie hübsch diese Farbe ist. So schnell beiseite, nicht, dass da noch was drauf kommt. Das kriegt morgen noch einen Kuss vom Resin. So, jetzt, wie viel quatsche ich denn hier schon wieder? Schon wieder fast 15 Minuten. Das darf ja nicht wahr sein. Am besten, ich mache das nächste Mal einfach nur Pantomime und rede gar nicht. Hiervon nehme ich jetzt. Wir testen uns da vorsichtig ran. Also hier machen wir das jetzt umgekehrt. Hier ist jetzt einfach das Puring-Medium und die Farbe. Bei den Pigmenten ist das halt so, Pigmente Josonia zum, ja, wie heißt das? Einsumpfen nennt man das. Aber ich finde dieses Wort so eklig. Ich hatte jetzt eben gerade überlegt, einnässen, aber einnässen macht das auch nicht schöner. Deswegen, ja. Ich muss mir da vielleicht noch ein eigenes Wort für ausdenken. So.
schön rühren. Und das meinte ich halt hier mit dieser Lippe von diesem Stäbchen. Man kommt hier wirklich richtig gut an die Becherchen ran, weil die halt so ein bisschen elastisch ist und nicht so steif wie diese anderen Mixstäbe, die ich früher benutzt habe. Schön am Rand und in der Ecken. Da versteckt sich nämlich meistens auch immer noch so ein bisschen Farbe und wir wollen ja nichts verschwenden. Wir armen Deutschen haben doch kein Geld. Und dann auch noch so ein teures Hobby hier. So, und jetzt sehen wir hier wieder, es ist sehr schnodderig. Na, und das ist jetzt hier so. Das ist halt so dieses Tückische an der Lasur, weil wenn man jetzt andere Leute, die diese Blumentechnik machen, sich da die Videos anguckt, die sagen dann, das muss nach 3 Sekunden wieder ebenmäßig sein. Ich muss mal gucken, wie ich das halte. Die mache ich vielleicht mal aus. So. Nach 3 Sekunden muss der Tropfen verschwinden. So, wir haben jetzt hier keinen schönen Strang, aber dieser Tropfen 1. 2, 3. So, weg ist er. Also rein theoretisch, wenn ich jetzt darauf hören würde, was andere Pouring- oder Blumenartists sagen, wäre das jetzt die erreichte Konsistenz. Aber stimmt ja nicht, ne? Das ist halt das, was ich meine. Wir arbeiten mit anderen Konsistenzen hier in Deutschland. Und deswegen muss man da dann halt gucken. Also nicht mit anderen Konsistenzen, aber wir arbeiten mit anderen Produkten und haben deswegen andere Konsistenzen. So, das war jetzt das richtige Wort, der richtige Satz. Herr Glattier, was ist hier los? So, also da kommt jetzt ein Schuss Josonia rein. Ich würde sagen. Ich weiß nicht, ich bin immer so schlecht im Abmessen, weil ich das wirklich alles immer nach Augenmaß mache. Das ist zu dünn geworden. Obwohl, wir wissen ja, es gibt ja noch nach, von daher keine Panik. Wir lassen das einfach mal stehen. Und wahrscheinlich haben wir dann gleich eine Überraschung, wenn wir fertig sind hier. Dass es dann wieder angedickt ist. So, jetzt fehlt mir ein Becher hier. Wir nehmen das. So. Ich habe ja noch gesagt, wir mixen noch den CA zusammen. Jetzt vermisse ich nur gerade meine Flutrollflasche. Davon, wenn man nebenbei Flutrol trinkt. Ich habe sie gefunden. Ich hatte etwas draufgestellt. So sehen im Übrigen fast alle meine Sachen aus, irgendwie mit Farbspritzern und so, wenn ich dann hier in meinen Malrausch komme. Ich denke immer noch so beim ersten Bild, pass auf, dass deine ganzen Sachen in Sicherheit sind, bevor du am Drehteller schwingst. Und was passiert dann schon beim zweiten oder dritten Bild? Da ist man dann so im Rausch und achtet da gar nicht mehr drauf. So, das ist das erste Mal, dass ich diese Farbe hier benutze. Aber das sieht bestimmt ganz cool aus, wenn man zum Schluss, bevor man den CA nimmt, schwarz drauf macht und dann das als CA und das dann durchbricht mit diesen ganzen anderen Farben. So, wir testen uns jetzt mal vorsichtig an die Konsistenz ran, wenn da mal hier was rauskommen möchte. Hallo? Farbe.
ist ein bisschen schüchtern. Wir machen das so. Oh, die sieht echt heftig aus. Ich weiß nicht, irgendwie. Entweder bilde ich mir das jetzt gerade ein wegen dem Farbton, aber ich hatte eben das Gefühl, ich würde Erdbeeren riechen. Keine Ahnung. So. Bisschen was von meinem geschälten Flotrol, nicht zu viel, weil wir wollen uns ja rantasten an die, um Himmels Willen. Also im Übrigen, wer hier den Shelly Art Kurs besucht hat, der weiß ja, es wird ja gesagt, opake Farben als Zellaktivator. Das stimmt. Das ist für Anfänger wirklich das Einfachste. Opake Farben. Und am besten funktionieren opake Farben von Amsterdam. Also eigentlich, ich mag eigentlich alle Farben von Amsterdam. So, das ist jetzt massiv zu dünn. Was aber auch funktioniert, und das habe ich ja letzte Woche getestet, ist das hier, dieses Kobalt Blue Ultramarin. Und das ist nicht opak. Und ja, also wer so ein bisschen experimentierfreudig ist und auch Bock darauf hat, so wie ich das gerne mal mache, und die Zeit hat, der kann sich das ja mal, kann mal so ein bisschen rumexperimentieren. Ja, Mensch, da habe ich jetzt viel Farbe reingekippt. Ich glaube, ich muss ein großes Bild machen. Ansonsten, was bei solchen Sachen, wenn man jetzt merkt, es ist zu flüssig und die Farbe möchte nicht so, was da auch eine gute Option ist, um den Zellaktivator ein bisschen dicker zu machen. Gleiches funktioniert ja auch, wenn man einen Zellaktivator aus Pigmenten macht. Das ist immer noch zu dünn. Aber ich will auch nicht mehr Farbe reinkippen, oder? Das mag ich nicht. Was eine gute Option ist, um halt, wenn man so ein CA hat oder eine Farbe verwendet, die dünner ist als jetzt regulär. Hier dieses Mattgel, dass man davon ein bisschen reinmacht, das simuliert dann sozusagen bei Pigmenten auf jeden Fall. Ist das so, dass das dann halt die Konsistenz einer oder die Eigenschaft einer Tubenfarbe simuliert. Ich mache da jetzt mal. Das Gefährliche ist, man darf da nicht zu viel reinmachen, weil sonst muss man es wieder ausdünnen. Und es sieht jetzt zwar nicht viel aus, es ist jetzt vielleicht zwei erbsengroße Portionen gewesen, aber dieses Mattgel, das dickt extrem an. Es ist jetzt halt zwar ein bisschen mühselig zu rühren. Ich glaube, ich nehme auch lieber die andere Seite, damit ich alles erwische. Ist ein bisschen mühseliger zu rühren, weil es halt ein Gel ist, ne? Aber das ist halt, funktioniert super mit Flutrol. Wenn man irgendwie wie jetzt hier gerade, ich möchte da nicht so viel Farbe reinkippen. Also dicke ich das, was ich da jetzt drin habe, an, ohne dass ich da irgendwie von der Brillanz der Farbe etwas verliere. Und gleiches funktioniert halt auch, wenn man jetzt beispielsweise hier aus Pigmenten Zellaktivator machen möchte. Da habe ich ja auch schon einige Sachen getestet. Ich glaube, ich hatte schon aus Meteorit ein CA gemacht, aus Harvest Gold, aus Cappuccino, aus Espen. Mein absolutes
Favorite-Bild, das war eins, das habe ich mit Sangria-Piggy gemacht. Das war wirklich richtig schön. Und manchmal habe ich dann Bilder, die ich mache, im kleinen Format und denke dann, oh, das ist so toll, das musst du nochmal in größer machen. Und manchmal sind das dann tatsächlich auch genau die Bilder, wo ich nicht gefilmt habe und dann kriege ich nicht mehr das zusammen, wie ich da welche Farbe geschichtet habe. Und verflucht nochmal, ich kriege dieses Bild nicht mehr kopiert im größeren Format. Das ist jetzt schon eine schöne Konsistenz, würde ich sagen, womit sich arbeiten lässt. Ein bisschen rühren, da sind noch ein paar kleine Klümpchen. Und ich würde sagen, ich habe jetzt bestimmt schon wieder eine Dreiviertelstunde eurer Zeit geraubt. Ich würde dieses Video, wie ich jetzt hier die Farben benutze, als extra Video machen. Damit ihr jetzt hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen was mitgekriegt habt mit den Farben und Pigmenten. Sonst ist es nämlich schon ein Tucken zu dick. Schweinerei. Obwohl. Kleine Schlückchen. Ich würde sagen, wir machen genau, also halt wie gesagt, dass ich halt jetzt noch mal ein separates Video mache. Wer Interesse hat, kann dann auch noch das andere Video sich angucken, würde ich mich natürlich drüber freuen. Und bestimmt gibt es dann noch die ein oder andere Konsistenz, die ich noch mal nachbessern muss. Aber ich denke mal, bevor ich jetzt hier wirklich wieder zu viel mache, dass wir uns dann bestimmt im nächsten Video sozusagen im Teil 2, das war jetzt Theorie und wir gehen dann rüber in die Praxis. So machen wir das. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also sehen wir uns dann gleich nach der großen Pause, wenn es geklingelt hat, wieder zurück hier im Klassenzimmer. Genau, so machen wir das. Also meine Lieben, habt noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns dann im zweiten Video wieder.